Vielen Dank fürs zahlreiche Erscheinen. Ich glaube, die Leute vom Restaurant kommen dann noch nach. Wir können ein bisschen Führer rücken, damit ich mich nicht so einsam fühle. Und traut sich nicht so einsam fühlt, dann fühlst du dich extrem einsam, oder? Okay. Es ist ein bisschen schüchig, sie hat gesagt, ich soll das Reden übernehmen. Also es ist nicht so, dass ich einer Frau das Wort wegnehme. Das kann ich aber gar nicht. Also wenn es auf einen kommt, mache ich immer zweite. Aber wenn alle Führer kommen, dann super. Und wenn noch ein bisschen Ruhe einkehrt, wäre das noch super. Weil wir haben einen edlen, eleganten, super Anlass. Und zwar haben wir die wunderbare Freude und Ehre, dass wir den ersten, echten Schweizer Freiheitspreis verleihen können. Genau. Das haben wir ganz vielen Leuten zu verdanken. Unter anderem natürlich unseren Gastgeber, am Rimm Kleinbach, der es möglich macht. Unsere DJs, jetzt sind sie weg. Der Costa und der Tobi, die sich jetzt gerade ein Bier reinziehen. Und eben die Gastgeber hier natürlich eine wunderbare Angelegenheit. Aber natürlich allen voran danken, sagen können wir der ganzen Bewegung. Weil es haben ganz viele Organisationen hier mitgemacht, haben können mit abstimmen, wer den Preis überkommt. Unsere Freiheitspartei, die eigentlich zu einem Kulturverein geworden ist, zu einem reinen, weil wir alle zu gescheit sind für Politik. Wir haben unsere Mitglieder abstimmen lassen und unsere Mitglieder haben auch die wunderschönen Preise finanziert. Und sind wirklich ausladend schön, ist ein ausladend schöner Preis, den man da überkommt, wie ich finde. Und das wäre nicht möglich gewesen ohne unsere über 300 Mitglieder, die bei der Freiheitspartei dabei sind. Die machen das möglich. Dann ebenfalls, ich persönlich möchte mich noch bedanken bei meinen Local Supporter. Das ist der Grund, dass ich überhaupt noch machen kann, was ich mache. Wer müssen wir noch Danke sagen? Niemand mehr. Dass ihr da seid, ist auch lässig. Auch wenn Ruth der anderer Meinung ist, ich bin super, sind wir da angekommen. Willst du noch etwas sagen? Gut. Das ist wie Franz Holler und René vom Spielhaus. Wenn die älteren Leute kennen das noch. Gut, jetzt ist es so, wir haben insgesamt 5 Freiheitspreise, wir haben fast unzählige Nominierte. Ich möchte betonen, weder du noch ich sind verantwortlich für die Leute, die gewählt worden sind. Wir bei der Freiheitspartei sind es ausschließlich Mitglieder gewesen. Und bei den anderen Gruppierungen sind sie eben Vorstände gewesen. Oder wenn sie eben ihre Leute gefragt haben, die entsprechenden Leute. Ist ja natürlich klar, es sind auch viele Leute nicht nominiert worden, die es absolut verdient hätten. Das ist das Negative bei so einem Preis, dass man nicht allen Danke sagen kann. Am Schluss ist jeder auf dem Platz gestanden, ist eigentlich preisverdächtig. Aber wir können halt nicht allen einen Preis geben, da ist unsere Partei einfach ein bisschen zu klein. Aber trotzdem, denke ich, haben wir da eine schöne Auswahl an Nominierten. Und ja, wir fangen wir gerade mal an mit der Verleihung vom ersten Freiheitspreis. Das ist gerade der Publikumspreis. Und beim Publikumspreis haben wir mehrere Nominierte. Der erste Nominierte ist der Albert Knobel. Ja. Ja, der Albert Knobel sollte da sein. Also, ich kann mal die Verfassung in die Luft strecken, damit man sehen. Ist er nicht da rein? Wo ist der? Wir können den Albert Knobel. Ah, dort ist er, glaube ich. Ja. Dort rein, gut versteckt. Er muss reinkommen, auf jeden Fall. Als Nominierter. Er hat sich einen Markenkern geschaffen mit der Verfassung in der Hand und hat so lange durchgestreckt, dass jeder andere den Arm abgeführt wurde. Aber das hat nicht. Ja. Genau, er kommt schon führen, aber ich werde es. Genau. Ja. Liebe, warten. Der Sieger kommt auf die Bühne, aber ist schön, bist du reingekommen. Ja. Er ist immer in Mission. Du kannst schon da bleiben. Vielleicht wirst du ihn gerade gerufen. Genau. Und also, er hat natürlich immer nicht Vorstellung, kennt jeden. Gehen wir zum nächsten Nominierten. Das ist der Marco Rima. Der hat ebenfalls den Publikumspreis nominiert bekommen. Ihn vorstellen macht keinen Sinn. Er ist der Arme Sieg, ist an einer Hochzeit ein Tafelmajor heute und kann heute darum nicht da sein. Ich werde aber noch ein kurzes Video zusammengeschnitten, das werden wir später noch zeigen. Der nächste Nominierte ist der Philipp Kruse. Und der Philipp Kruse. Der Philipp Kruse ist
Nicht nur da bekannt, dass er immer zu spät kommt und darum ist er heute auch noch nicht da. Und würde vielleicht seine eigene Preisverleihung verpassen, wenn er dann gewählt würde. Aber er hat natürlich mit unglaublichem Einsatz persönlicher Natur, fachmännischer Natur, auch mit hohen persönlichen Kosten, sage ich einmal, da wirklich das Getümmel gestürzt und hat nicht nur versucht, unzählige einzelne Kleine zu helfen, sondern eben auch in riesengroßen Klagen bis zum Bundesgericht so etwas wie den rechtmäßigen Zustand für unser Land wiederherzustellen. Und der Erfolg ist doch gezogen, zum Teil in kleinen, sehr grossen Erfolg. Der ganz grosse Durchbruch warten wir auf der ganzen Welt noch, aus den wenigen Ländern, die die Busse rückerstattet haben. Der nächste Nominierte ist niemand mehr. Genau. Jetzt sind die drei Nominierten, der Albert Knobel, der Marc Rima und der Puse. Und der Gewinner ist der Philipp Kruse! Aber Philipp Kruse ist da! Er kommt gerade rechtzeitig! Du hast mit dir bekommen, dass du den Preis gewonnen hast. Ja, genau. Du bist genau jetzt vor, als wir den Publikumspreis ausgegeben. Wir haben drei Leute gehabt, den Marco Riemann, den Albert Knobel und du bist sie und unsere eigenen Mitglieder und auch von anderen Organisationen haben gesagt, du hast den Preis verdient. Alle haben verdient, aber du anscheinend am meisten. Und darum kommst du somit den Freiheitspreis über. Und zwar nicht so ein Plexiglas-Kack, sondern echtes Glas. Wunderschön eingraviert. Und als wär's nicht genug, kommst du auch noch über. Jetzt wollte ein Bitcoin nehmen, aber es war nicht zu teuer. Jetzt haben wir einfach einen wunderschönen Gold-Nugget für dich, damit du den Preis immer kannst um den Hals tragen, wenn du mal findest, du wirst schlecht behandelt. Und dem Komitee, der den Preis verliehen hat, das ist für mich völlig unerwartet. Also ganz herzlichen Dank, ich bin wirklich überwältigt. Und möchte wirklich gerade sagen, dass ich mit Abstand ja nicht der Einzige bin und dass ich den jetzt einfach symbolisch entgegennehme für all die, die Mut gezeigt haben in den letzten 4 Jahren. Angefangen beim Dani Stricker. Du bist bei Regenwetter, bei verbotenen Kundgebungen auf dem Opernhausplatz einer der ersten, hast du dich als Journalist betätigt und hast für das eine üble Busse eingefangen. Und so hat deine Karriere begonnen. Zum Glück hast du das gemacht. Und wahnsinnige Mut hat das gebraucht. Das war einschüchternd. Ich war einer der Folgekundgebungen. Es war sehr einschüchternd, dass die Polizei. Es geht um dich, Philipp. Also, danke ganz herzlich. Trotzdem, wie gesagt, es ist ganz wichtig, dass wir uns inspirieren lassen von möglichst vielen guten Beispielen von Mut. Und da gibt es einen ganzen Haufen. Ihr wisst, ich habe mit vielen mutigen Menschen zu tun haben in den letzten 4 Jahren. Man müsste all diesen Menschen so einen Preis und ein Buch widmen. Und ich darf nur eine Gruppierung möchte ich gerne hervorheben. Und die müssen sicher auch berücksichtigt sein. Und das sind die Piloten von einer grossen internationalen Airline, die von Anfang an gesagt haben, das ist zwar unser Traumberuf und wir müssen zwar unsere Familie ernähren, aber wir lassen uns nicht impfen, sogar wenn wir entlang werden. Und sie haben nicht nur das gemacht, sich passiv nicht impfen lassen, sondern sie haben auch gesagt, wir dürfen auch alle anderen informieren, damit sie diesen Fehler nicht auch begehen. Und sie sind nicht einfach nur auf Porzellan zerschlagen, sondern sie haben sogar noch mit dem Management von der internationalen Fluggesellschaft auch noch Kontakt aufgenommen, sogar Vorträge gehalten und versucht, den Entscheid rückgängig zu machen. Und die sind heute auch da. Und ich möchte den Preis, den grossen Ehrenpreis, den Airliners for Humanity widmen, die unglaublich mutig sind.
ganz besonders der mutigste Pilotin von der Schweiz, das ist Chantal. Ich darf aus Personenschutzgründen den Namen nicht sagen, aber sie ist sogar ins EU-Parlament, genau heute vor zwei Jahren ins EU-Parlament und hat nach der Christine Andersen im EU-Parlament gesagt, was Sache ist, und das ist viral gegangen. Super, sie Chantal! Wiederholen nochmal für alle Leute, die es verpasst haben, den Preis gewonnen hat der Philipp Kruse. Das ist der Publikumspreis. Jetzt haben wir eine weitere Kategorie und das ist die Kategorie Zivilcourage. Das heisst, es geht eigentlich immer darum, dass jemand einen Preis gezahlt hat. Zivilcourage ist das Gegenteil von Gratismut. Gratismut ist das, was immer gesehen wird in der Medienliste. Das heisst, dass wir grossartige, mutige Leute sind, die gegen den Putin sind und für das Virus und für das schöne Wetter oder für das schlechte Wetter, Entschuldigung. Das war der Gratismut gewesen. Wir haben aber Leute, die einen Preis gezahlt haben oder zumindest so vorgelegt haben, dass sie das etwas kann kosten. Und das ist eben der wahre Mut. Und da haben wir den Albert Knobel wieder ohne Nomination. Da ist der Dr. Björn Rickenbach. Ich muss sagen, er steht da hinten. Seine ganze Leben. Das gibt es ja so, wir sind vier Jahre im Widerstand, aber es gibt so Biografien, die sich kaum überschnitten haben. Und ich muss leider zu meiner Scham sagen, dass ich über Björn Rickenbach sehr wenig weiss, oder? Also, ich weiss nur, dass der Name immer wieder gefallen ist. Ich habe immer an Demonstrationen, ich habe auch schon gehört, reden gehabt. Aber anders als zu anderen Ärzten, ich habe aus einem komischen Grund nie ein Interview geführt mit ihm. Ich muss es mir wahrscheinlich sagen. Umso schöner hat man ihn jetzt nominieren können. Er ist ja, willst du mir erzählen, was er alles gemacht hat? Also er ist Mitbegründer und Co-Präsident vom Netzwerk Alateia und ist mit Sanktionen, klassischen Sanktionen konfrontiert gewesen. Er ist im Kanton Neuenburg Arzt und ist 2023 im Rahmen des Disziplinarverfahren mit einem dreijährigen Berufsverbot beleidigt worden. Er hat angekündigt, dass er gegen die Entscheidung aus Gründen von der gegenwärtigen korrupten Gerichtspraxis keinen Rekurs einlegen will. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber er nickt. Stattdessen will er seine Kräfte auf anderen Ebenen konstruktiv einbringen. Genau, da ist der Kraft und Grosch auch nominiert für die Karlsbruch-Kategorie Zivilcourage. Gehen wir den Marek Schäfer. Der ist nicht da, gell? Genau, der ist leider aus einem, wirklich genau aus einem Notfall raus, der mit seiner Berufung zu tun hat, heute nicht da. Er ist bekannt worden, weil er sich gewehrt hat gegen die Zwangsimpfung von diesen zwei Kindern in Sissach. Hat dort auch, und dort hat ja eine Mahnwache stattgefunden. Nach 30 Tagen hat er die Käste dort eingeknickt und die Zwangsimpfung ist ausgesetzt worden. Das ist einer seiner Erfolge. Und er ist jedenfalls unter den Nominierten. Also haben wir hier drei Preisträger von Zivilcourage. Und der Gewinner ist... Ich weiß es nicht, aber ich weiß es. Ich glaube, ich weiß es. Dalba Knobel! Bitte hören. So. Und auch du bekommst doch genau den gleichen wunderschönen Preis über. Der Freiheitspreis und ebenfalls ein einmaliger Goldnugget, wo man sich kann um den Hals hängen kann, wenn du dann so eitel bist, das auch zu machen. Also ich würde es. Und jetzt bitte ich dich, wenn du den Matschenflügel setzt, möchte ich die ganze Verfassung zitieren. Also einfach vielen herzlichen Dank.
Also es geht gerade heute um Freiheit, sowohl in der Freiheitspartei, aber auch für uns Menschen. Und wo fängt die Freiheit an? Ich habe es heute Morgen gesagt, wir haben eine lange Arbeitssitzung, darum bin ich später gekommen, auf dem Ratten oben einmal mehr. Und es geht letztendlich um die Verteidigung von unserer Menschlichkeit, die seit über 30 Jahren aufs Schändlichste angegriffen worden ist, also formell auch und tatsächlich gegen uns Menschen, gegen die Freiheit, gegen die Selbstbestimmung. Und die ganze Politik ist wirklich völlig auf dem Irrweg. Nicht nur das, sondern ich rede immer wieder vom bandenmässig organisierten Verbrechen. Ich muss jetzt halt auch heute noch schnell sagen, weil wir können uns an der Verfassung orientieren und am Eid, an dem Shirt, das ich seit 10 Jahren intensiv trage, in der Politik, überall. Und es ist der Schlüssel für unsere Freiheit. Es ist der Schlüssel zum Nein sagen gegen Unrecht. Und ja, das braucht zu viel Courage. Da habe ich jetzt vielleicht etwas voraus, weil ich befasse mich schon jahrzehntelang damit. Ich habe schon in der DDR aussen 1975, 1976 mit dem Völkerrecht und dem Menschenrecht für die Freiheit gekämpft. Damals auf eine andere Art als heute hier in der Schweiz, weil da bin ich schliesslich daheim und dort habe ich es diplomatisch machen. Aber es geht immer wieder ums Gleiche. Sie nehmen uns die Freiheit, wenn wir sie nicht verteidigen, so wie es unsere alten Eidgenossen gemacht haben. Ich möchte Ihnen allen ganz herzlich danken, die ein Zeichen setzen und jetzt nicht da vorne stehen, aber immer wieder ein Zeichen setzen, die auch ganz viel verloren haben mit persönlichem Einsatz. Und wir sind noch nicht fertig. Es geht einfach weiter, wenn wir nicht Nein sagen zum Unrecht. Und es geht letztendlich um uns. Es geht immer um Menschen. Politik muss den Menschen dienen und nicht umgekehrt. Politik hat den Auftrag ganz genau nach dem Recht. Und ich halte mich an die Vorgabe von Dani. Er ist ganz nervös neben mir. Und tue ich gerne einen Diskussionsabend über die Verfassung offerieren, wo wir miteinander 1:1 darüber reden können. Ich mache das überall in der Schweiz. Und ihr dürft mich gerne einladen, wenn wir eine Gruppe sind oder so. Merci vielmals. Macht es so weiter. Bis gleich. Ich meine, der letzte Preis hat den Preis der Wortkarkheit, wenn man noch rechtzeitig durchschaut. Müssen wir nicht machen, er hat sich wunderbar kurz gehalten, ich vermisse ihn schon. Vielleicht würdest du einmal aufgemeilen. Und der letzte Preis ist der Medienpreis, man kann sagen Journalistenpreis, was auch immer. Auf jeden Fall, da haben wir mehrere Anwerber natürlich. Wir haben Nicole Hammer mit dem Sender Wissensgeist, wo auf... Genau. Man muss sich auch gerne kurz vorstellen, auf eine absolut unkorrumpierbare Art ihre eigene Stimme im Äther rausgeschickt hat, unzählige Interviews gemacht hat, der was WEF gegangen ist, vom WEF ausgeladen worden ist, glaube ich, weil sie offenbar jetzt gefährliche Journalistin ist und sie hat die Nomination natürlich sicher verdient. Denn der nächste ist der Philipp Gut, Dr. Philipp Gut. Er ist Er ist eine wichtige Größe in der, wenn man kann sagen, unabhängigen Journalismus, Journalistenlandschaft. Er ist ja im Moment eben bei der Talkshow Hoch 2 unterwegs, ist aber früher auch stellvertretender Chefredakteur und Leiter gewesen bei den Inlandsnachrichten der Weltwoche. Er schreibt für unzählige Magazine, hat ein paar Enthüllungen gemacht, insbesondere das mit dem Walder, Mark Walder. Und er hat gesagt, wir müssen den Bundesrat unterstützen, statt ehrlich informieren.
wenn man das so zusammenfassen kann. Und er hat um etwas die Nomination sicher verdient. Und dann natürlich der Roger Bittel. Da bin ich ein bisschen vorbelastet. Ihr kennt uns nicht wenig gut, dass ich behaupte, er ist mein Freund, da wo man sich ein bisschen mehr verdienen als ein halbes Dutzend Treffen oder so. Aber ich bin ihm sicher freundschaftlich verbunden, weil er seit Jahren aus meiner Sicht ebenfalls unerschrocken und unermüdlich seinem Herz folgt, seinem Verstand folgt und einfach dort darüber berichtet, wo er findet, dass Not am grössten ist. Und, ja, er hat immer etwa 10 so viele Follower wie ich. Das macht mich immer ein bisschen neidisch. Aber er hat es absolut verdient gehabt, weil er wirklich einfach auch unermüdlich, ich glaube, um die 3000 Sendungen. Wie? Sei ein Mann. Sei ein Mann, ja. Als Mann würde ich ihn von der Nominationsliste streichen. Aber als Pussy freue ich mich, dass er nominiert ist. Und unter Umständen an meiner Stadt den Preis abholt. Weil ich hätte ja auch nominiert werden können, aber wenn ich den scheiß Preis so mitorganisiere, dann müssen wir rausnehmen. So, jetzt hat Gott an den Titel. Aber der Roger Bittel ist so sehr ein Bitcoin, und weiss, ob ich mich über Gott nach dem Tag freuen. Also, er auf jeden Fall ein grosser Name, ebenfalls ein ganz grosser Name, Stefan Milius. Wo ist er für die Hand? Ist er rum? Ah, der Tina, er sitzt, er hat sich zum Sitz entschlossen. Er sitzt und er steht erst auf, wenn er den Preis überkommt. Für alles andere ist er sich schade. Er hat, wenn man über die Weltwoche ist jetzt am Schreiben, er hat den Nebenspalter geschrieben, er hat für die Ostschweiz geschrieben und nach meinem Wissen auch mitgegründet hat. Und er hat einen unglaublich präzise, er macht das Gegenteil von mir, er schreibt präzise und knapp über die Ungerechtigkeit, die dort passiert. Also wenn ich 2000 Worte brauche, hat er sich 200 erledigt und er tut eben nicht wie ich das redaktionelle Outsourcen an die Leser. Er tut wirklich die Arbeit leisten und tut mir immer so schön, wunderbar prägnant Sachen auf den Punkt bringen und würde sagen, hat sehr viel bewegt mit dem. Ja. Und jetzt haben wir also 4 Nominierte und das tut mir jetzt schon. Also ich muss sagen, ich würde wirklich jedem von meinen Kollegen den Preis gönnen. Es gibt leider auch da nur einen Preis und der Gewinner ist. Der noch aufsteht! Stefan Milius! Also zur Information, ich bin die ganze Zeit gestanden, ich bin einfach nicht gewesen. Herzlichen Dank, das ist die Stelle bei Preisverleihungen, wo man den Großeltern, dem ersten Primarlehrer und dem Pöschmann dankt bei Oskar, aber ich mache das jetzt hier nicht. Es ist bei der derzeitigen Verfassung unserer Medienlandschaft der einzige Journalistenpreis, den ich jemals annehmen würde. Kein anderer Preis. Selbstverständlich widme ich den Preis auch stellvertretend allen, es hat ein paar Kollegen, die das durchgehalten haben. Und in bedauerlicher Abwesenheit erlaube ich mir, den Preis auch noch über den zweiten Mal heute und nie kann dabei sein. Und Gunnar Kaiser. Danke für euch. Ich glaube, Stefan Milius ist tatsächlich gestanden, aber er ist selber geschuldet. Ich habe einfach einen Beschiss. Ich lege Schuhe an, die mich 2 cm grösser machen. Man sieht, Stefan Milius sieht wie richtig klein aus. Hätte er auch können machen, aber ist schlecht vorbereitet gewesen. Also muss ich jetzt nicht beklagen. Aber gratuliere ihm für den Preis und sagt mal auch für alle anderen. Und ich finde, er hätte den Preis auch verdient. Aber wie gesagt, wir beide da vorne haben keinen Einfluss gehabt auf die Person, die den Preis überkommt. So, und jetzt die nächste Kategorie ist der Expertenpreis. Ich kann sagen, wahrscheinlich ein Wissenschaftspreis, wenn man so will. Wir haben einen Expertenpreis genannt. Natürlich den Thomas Binder, der Schwerbewaffnete, der sich.
Er hat ein spezielles Hobby, er lässt sich gerne von Polizisten Kampfmontur seiner Praxis am Boden drücken und abschleppen. Hey, no judgment, jeder sein eigener Fetisch. Also, nicht so mein Ding. Aber ihm hat es eigentlich super gefallen, weil er unermüdlich weitergemacht hat, hat sich die Einschüchterung ich nach meinem Wissen auch prozessiert. Er ist eigentlich der erste Arzt, den ich jemals interviewt habe, weil er nämlich auf dem 6-Leuten-Platz gestanden ist. Und mein Bruder hat gesagt, hey, der Binder 9-11, den musst du interviewen. Ja. Das war schon mein Mikrofon. Und er ist darum nominiert, zu Recht. Und dann natürlich der Professor Dr. Konstantin Bett, Titularprofessor an der Universität Luzern, Autor von Corona-Elefant. Und er hat auch also, ja, er hat so gute Vorträge gehalten. Er hat so gute Vorträge gehalten, dass er sogar strafrechtliche Klagen müssen befürchten. Das ist ihm angedroht worden. Und er hat also immer wieder hartnäckig berichtet. Er war sich auch nicht schade gewesen, auch mir ein Interview zu geben, im Wissen, dass ein Interview mir geben, nicht unbedingt für einen Titularprofessor, jetzt auch karrierefördernd ist. Er hat sein Ding gemacht. Er ist ja, aufrecht durch die Zeit durchgegangen. Und darum ebenfalls ein sehr würdiger nominierter Kandidat. Und dann haben wir das mit Stuckelberger. Genau, er kennt sie. Sie hat sich auch entschuldigt, dass sie halt nicht selber da sein kann. Aber sie hat sich einen Namen gemacht, eben, weil sie sich von Anfang an als eine der ersten Insiderinnen auf die richtige Seite geschlagen hat. Und ja, ich glaube, sie hat ebenfalls gegen die Corona-Korruption halt auf eine super Art bekämpft und unermüdlich hat sie das versucht. Und darum haben wir jetzt also drei Nominierte. Der Dr. Med. Thomas Binder, Professor Dr. Konstantin Beck und deren Doktorin Astrid Stuckelberger, die habe ich jetzt gerade verliehen in dieser Sekunde. Und der Gewinner ist... Thomas Binder! Viel hat eine Nomination verdient, unter anderem all ihr, die da sind, weil es ist genau darum gegangen, in dieser Zeit Herz, Hirn und Rückgrat zu zeigen. Der Dani würde sagen Eier, oder? Und das habt ihr alle gezeigt, das habe ich nicht mehr gezeigt als ihr. Ich habe nie einen bekannt werden, für die meisten von anderen. Der Dani, wie heißt er? Ich habe einen bekannt werden. Das ist schon eigentlich bekannt gemacht. Er ist der erste, wie der Philipp schon gesagt hat, auf dem 6-Liter-Platz Zürich. Du hast mein erstes Interview gemacht, weißt du noch, oder? Da sind wir noch ganz bescheiden da, sind wir dann irgendwo in den Schatten gegangen und dort habe ich meine Geschichte erzählt und so. Und dann habe ich irgendwo dreimal jemanden bei dir auftreten. Also du hast mich berühmt gemacht und dafür bedanke ich dich, obwohl ich nie habe berühmt werden wollte. Ich habe jetzt 4 Jahre alles schon gesagt und darum ziehe ich mich auch wieder zurück. Man kann immer das Gleiche sagen und es wird langweilig. Also ihr sind all die Helden und so Preise, die sind immer so viel, oder? Verdient ist es ja nicht, weil der Konstantin hat den Preis genauso verdient, oder? Also das ist ja reiner Zufall. Also ich möchte mir den Preis auch allen, die da sind, die euch in diesen 4 Jahren Herz, Hirn und Rückgrat oder eben Eier gezeigt haben. Vielen herzlichen Dank. Großvater, Eltern und so weiter, die ermöglicht haben, dass ich da bin. Du musst dir mal an Berse bedanken, wenn das möglich ist, dass du da bist. Danke.
jemand hätte nämlich den Preis noch viel mehr verdient als ich, und das ist Kathi Schettis. Kathi Schettis, da auch bitte. Sie hat in den 4 Jahren auch Gelsen gespielt, Herzchen und Rückgrat und eben Eier gezeigt. Die Frauen haben den Vorteil, sie haben mehr Eier als wir Männer. Also von dem her ist jeder. Aber sie hat sich mir so im Vordergrund gedrängt und sie hätte den Preis auch mindestens so verdient wie ich. Vielen Dank, Kathi, für alles und danke. Also, gutes Klaus und Kathi Schettis ist Städtespartner von Thomas Binder. Und er ist ein Schrittsohn, er hat ja gesagt, dass es hier mit besonders guten Sex gibt. Das sei ihm gegönnt. Und jetzt, weil ich will sagen, das ist wirklich so, es ist ein bisschen gemein, so ein Preis, da meine ich jetzt ernsthaft, wer natürlich bekannter ist, hat die grössere Chance auf den Preis. Und das ist ein bisschen unfair natürlich, das muss man einfach so sagen, weil viele Leute suchen das Rampenlicht nicht. Im Gegenteil, sie verstecken sich und machen trotzdem wertvolle Arbeit. Und für die haben wir leider noch keinen Preis gefunden, weil wir nicht wissen, wie wir das sollen. Die Person soll ausfindig machen. Für so eine Art unbekannten Soldat könnte man einen anonymen Preis machen. Aber da haben wir jetzt da nicht. Wir haben noch die zweitletzte Kategorie wegkommen. Also unsere Vereinspartei, die Golden Nuggets, die hat wirklich tausende von Franken gekostet. Also das, was ihr wisst, das war nicht einfach ein billiger Spass gewesen. Das ist wirklich grosszügig für unsere Partei, dass sie das ermöglicht haben. Ja? Und unter der Kultur sind nominiert Andreas Thiel. Also muss man nicht vorstellen. Aus meiner Sicht schon mehr Intellektuelle als Comedian. Und natürlich der Martin Riemer ebenfalls. Und der Andreas Thiel ist jetzt auf einer Fähre von Schweden nach weiss ich wo. Und hat darum nicht können da sein. Wir sind darum, also Ruth und ich sind der Riemer und der Thiel, die beiden gehen besuchen im Wohnort von Andreas Thiel. Und wir haben hier ein Video aufgeladen auf YouTube, das findet ihr bei der Preisverleihung. Wir haben hier so eine, ja genau, die beiden sind die einzigen, die nominiert sind. Und wenn ihr vielleicht wisst, wenn ihr das Video gesehen habt, der Gewinner ist nicht es, sondern der Gewinner R. Es sind in dem Moment eben beide Aussagen worden. Das haben wir, glaube ich, verraten. Weil sie haben ganz genau gleich viele Stimmen gehabt. Jetzt haben wir keinen Ton. Ne? Ich kann den Ton einschalten. Tobi, wo du Glasse isst, kannst du den Ton einschalten. Geht das? Wir gönnen ihm sein Klasse, jetzt einen herzlichen Applaus für den Tobi, den Legend. Der hat das nicht getan. Es wird bald gehen. Schlusspointe. Ja. Zum Schluss. Eigentlich nein, das ist nicht die Bibel, das ist der Preis. Und gewonnen hat ihn Marco Riemer. Und Marco Riemer hat einen Preis erhalten, und zwar in Folge. Wir wollten einen Bitcoin anhängen, aber es war einfach ein bisschen zu billig. Also auf diesen Ausdruck bin ich jetzt gar nicht vorbereitet. Echten Gold Nuggets entwickelt und wunderbar eingesteckt. Und wir haben hier noch den Preis als Plexiglas. Man hört mich gut, ja. Ach so, und das wäre darum, also, wo teilt wird. Das heißt, ich trage den Preis ein Jahr lang. Und geben nachher an Andreas weiter, damit wir, weil wir wirklich im Herzen verbunden sind, auch als Nord- und Südpol und als... Ich muss dazu etwas sagen. Aha, jetzt kommt der Bonus. Es ist kein Land. Das Gemeine war, ihr hattet auf den Punkt genau gleich viele Stimmen von den Organisationen teilnehmen. Und die Freiheitspartei, also unser Vorstand, war gezwungen, gemäß Statuten, uns für eine Person zu entscheiden, und dich mochten wir einfach nicht gewonnen. Das Schöne ist, der Vorstand hat diesen Entscheid über Bord geworfen, hat gesagt, bereut. Wir wollen uns nicht entscheiden, und haben darum einen zweiten Preis. Ja! 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 Und dann hat auch Andreas Thiel. Das hat so eine kleine Depression geschoben. Einen wunderschönen Gold Nugget, einen wunderschönen Preis. Also hier ist kein Witz, war ja, wirklich teuer. Also das ist ein echtes Gold. Das ist wunderschön. Also das muss man jetzt mal sehen. Der Vereinheitspreis Andreas Thiel in Kultur. Das weiß ich gar nicht. Sehen. Ja, schau mal, wie das eingraviert ist. Ja. Aber ich muss jetzt auch mal sagen, die Preise normalerweise sind wirklich hässlich und der ist mal richtig schön. Normalerweise sind diese Trophäen wirklich sehr. Ja, wir haben gesagt, also und der Indianer unsere Vorständerin hat sich wirklich sehr viel Mühe gegeben.
So, Applaus für die beiden, da wird es absetzen. Es war wirklich ein riesiger Zugang, genau gleich viele Stimmen, und wir haben uns nicht entschieden, sondern haben noch tiefer in die Freiheitsparteikasse hineingegriffen. Und jetzt also der Bewegungspreis noch. Ja. Also wir haben nicht nur vor dem Fernsehapparat und vor dem Gericht und so weiter, nicht auf den Plätzen haben wir auch Leute gehabt, die sich wahnsinnig eingesetzt haben für alles Mögliche. Und sicher hervorzuheben und nominierungswürdig sind da die Freiheitstrichler als Organisation. Ja. Sie haben es wirklich geschafft, sich eine Marke zu machen. Nach der kurzen Zeit machen wir immer am 10. April 2021, für mich der neue 1. August. Der ist so grossartig gewesen, weil da bin ich ja auch berichten über Umwege am Berg entlang und müssen am Hang entlang. Wir sind reinschleichen, damit wir überhaupt nicht schauen können. Wir sind Polizisten in einer Front gestanden, hinter den Polizisten, die sogenannten Journalisten. Ich wollte auch nicht hindern, mich hat es nicht hindern lassen. Zum Glück nicht, ich war vorne. Und dann sind die Freiheitstrichler gekommen. Und man hat es von weitem gehört. Ich glaube, das war der erste Auftritt, zumindest der erste, den ich mitbekommen habe. Und dann sind die mit dem schönen Klang von der Glocke reingezogen und sind dann mit Tränengas zugespritzt worden. Ich konnte dort keine gute Fernsehaufnahmen produzieren, weil ich wie ein Reli so weggehüpft bin als Feigling. Aber ich konnte dann nachträglich zeigen, wie man diesen vollgespritzten Leuten verboten hat, sich im Brunnen die Augen auszuwäschen. Also ein richtig dreckiges Vorgehen von der Polizei. Ich habe noch Busse bekommen von 1200 Franken, glaube ich, die ich gezahlt habe. Ich wollte unzählige Prozesse führen, wo man sonst mehr zahlt, als man überkommt. Also das war ein historischer Tag und Freiheitstrichler sind sie hier natürlich auch mit dem Liebe, was sie können, am Uli, der uns nicht entschuldigt, aber findet, man sollte sich entschuldigen, Maurer. Der hat wirklich gesagt, man sollte sich für die Leute entschuldigen, aber da hinten beim Dinner mit Input hat am Remco Leinbach gesagt, nein, er selber müsse sich nicht entschuldigen, weil er hätte nicht extra etwas falsch gemacht, dass er wieder einen Kaffee verschüttet hätte. Nicht der Remco gesagt, dass er einen Kaffee verschüttet hätte, dann fällt es besonders leicht, man sich entschuldigen, oder? Man hat nur ein Versehen gemacht, hat sich geweigert, sich entschuldigen. Und darum ist Ueli Maurer für mich nicht so ein Held, wie gewisse andere Leute das finden. Aber Freiheitstrichler haben es geschafft, dem fragwürdigen Held ein Liebe überziehen. Und der Blick hat sich so aufgeregt. Das war eine Freude gewesen. Der nächste Nominierte ist der Michael Bubendorf. Der Michi, für mich einer. Ich kann es gleich sagen wie Roger Bittel. Ich kenne ihn zu wenig gut, so wie ich meinen Freund nennen, aber sagen wir, es ist der Brother from another mother, so auf die Art. Und er ist wirklich einfach ein Freigeist, der wirklich frei denkt. Alle zu wahnsinnig viel auf Bewegung gesetzt, wo ähnlich wie ich Bewegung also Mittel zum Zweck gesetzt, um selber die persönliche Freiheit zurückerlangen, weil er nicht an Rudelbildungen und Gruppendenken glaubt. Und er ist ebenfalls nominiert worden. Michi, der legendäre Auftritt durch die Arena, muss man erwähnen. Ich glaube, da hat alles gestartet. Priska Würgler, sie hat ihren Job als Grundschullehrerin verloren. Ich weiß nicht, ob sie freiwillig aufgehört hat oder musste aufhören. Auf jeden Fall hat sich durch verschiedene Sachen hervorgehoben. Zum Beispiel ist sie mir ein Interview gekommen. Nein, sie hat vor allem eine Graswurzel gegründet. Die Freien, das Magazin rausgegeben. Das gibt es immer noch raus mit dem Michi zusammen. Eine wunderschöne Zeitschrift, die aus Werbung abonniert werden. Dann haben wir ebenfalls nominiert ist Ursi Herzig. Und sie ist kurz dem Nächsten, dem unbekannten Soldat, nahe. Oder ich habe sie schon kennt von gesehen her, aber sie ist nicht so ein ausgiebiger Markenkern wie gewisse andere Leute. Aber sie ist, wie ich erfahren habe, einmal vom Tessin mit Druck, also trotz ihren Jahren auf dem Rücken, ist sie vom Tessin immer wieder an Demonstrationen gegangen und ist für das Recht und für die Freiheit eingestanden und ist darum von den Organisationen, die mit abgestimmt haben, ebenfalls nominiert worden, was mich natürlich auch ganz besonders freut. Ja. Jetzt haben wir also die Organisation Freiheitstrichler, Michi Bubendorf, Priska Würgler und Ursi Herzig. Und der Gewinner ist
Freiheitsgrüßler. Wer tut Freiheitsgrüßler vertreten ist, der an die Band selber da oder ist noch dran drinnen. Ihr und jemand. Der Andi sollte da sein, vielleicht kommt er führen oder auch jemand anderes findet. Er will für die Freiheitsgrüßler den Preis entgegennehmen, stellvertretend. Jemand muss einfach kommen, sonst nehme ich ihn. Doch, da kommt jemand. Nein, sie geht weg. Da kommt der Andi, da kommt er. Da kommt er. Genau. So. Also du als Gründer vom Kreis, du bist Gründer vom Kreis, du bist mit Gründer vom Kreis, Gründer. Mit Gründer, genau. Und hast du mitbekommen, ihr habt einen Preis gewonnen. Genau. Ja, und so mit einem Goldnugget. Okay. Er ist sehr begeistert. Also auch ihr ein grosses Dankeschön. Und vor allem an die Reichen. Es sind ein paar da. Ich denke, es ist bewusst von den Reichen, nicht nur den Freiheitsreichen. Wir haben mehr Reichen mit den Freiheitsreichen, die bei uns am Herd gestanden sind. 6 Reichen Platz sind wir mit den 1. August-Reichen gewesen, wo ich 30 Jahre Mitglied bin. Und die haben uns auch mit dem Material zur Verfügung gestellt, weil wir schon boykottiert haben. Also recht herzlichen Dank an Karin Metter, heute noch bei uns. Und vor allem unseren Ideengeber, wo mich dann ein bisschen gekickt hat, das SVP, hey, wir sind gestanden, die Scheidgenossen, jetzt müssen sie runter, wie ich einfach gerne komme. Das war Albert Klug. Ja, Albert Klug. Ja, super. Also, ich danke dir, Leute, für den inneren Einsatz, wo eure Gruppe, also du, deine Leute geleistet haben und so eine richtige Marke für die Freiheit geschafft haben, die sie in der Schweiz vorne noch nicht gegeben hat. Danke vielmals. Ladies first, oder? Da habe ich natürlich noch etwas vertraut. Hast du das auch noch mal auspacken? Ich sicher. Danke, ich habe es auch. Ja, ja. Willst du es auspacken? Ja. Ich muss erst vertraut. Oh, das ist ein Mashup von Freiheitspartei und Freiheitsbrüder. Wunderschön. Ja. Also Karin, du hast uns ja überall her begleitet und wenn du nicht immer Fotos bist, hast du super Sendungen gemacht und du bist immer ständig dran gewesen. Ich finde, du bist auch da, hat einen Grund gemacht für uns. Ich will sie als Altdorf finden. Ich weiss nicht, ob du dich neuer anschaust. Ja, ganz genau anschauen. Das ist super, der Pitbull wegen Bullshit, das gefällt mir super. Und dann Freiheitsbrüche und zum Kleinen lesen bin ich zu alt. Kannst du aufmachen für mich? Ja. Eine Russland-Flagge, das sehe ich auch. Ja, danke für euch. Genau. Ich habe schon erfahren, dass ich diese Russland-Flagge vor ein paar Jahren gesehen habe. Ich habe noch etwas in dieser Zeit für Russland. Und ich habe gesehen, Sie sind jetzt dritten Vorstand. Das werden wir für den Raphael haben. Oh, danke für das. Du hast schon grosse Säcke. Du hast auch noch, wenn du alles reinbringst. Danke für morgen, aber genau, der Raphael Adn ist das dritte Forschungsmitglied. Hey, heute will er da sein, er ist Postautofahrer und er ist kurzfristig eingerufen worden, weil da zu viele Leute ausgefallen sind. Darum hätte er auch heute nicht da sein, aber er wird sich dann dem erst mal zeigen. Danke für morgen, Andi Benz. Dann lassen wir noch ein bisschen zu, wie so tuschelt. Danke. Ja. Jetzt kannst du da gehen. Ja, danke. Genau. Das letzte Wort jetzt natürlich immer die Frauen, also ich bin auf der Route. Also, weil ich es mir nicht so gewöhnt bin, wenn Dani frei zu reden, habe ich mich ein bisschen vorbereitet. Ich hoffe, es ist okay. Ich muss noch helfen, mir ist so gut. Also, am Schluss möchte ich ganz ein paar Worte sagen zu Dani. Und zwar, wie ich ihn kennengelernt habe in dieser Pandemie. Ich bin eigentlich von der ersten Sekunde an von der Hiobsbotschaft, dass ein gefährlicher Virus auf dem Weg sein sollte,
bin ich sehr kritisch gewesen und habe mich auf verschiedene Quellen informiert, um die Wahrheit und die Realität auf die Schliche zu kommen. Und dann irgendwann, Frühling, Sommer 2021, hat meine Tochter zu mir gesagt, du musst mal schauen, da tut einem immer ein bisschen streamen, der ist auch ein Thurgauer und der sagt eigentlich genau das Gleiche, der flucht einfach viel mehr wie du. Und dann bin ich mal schauen und hat dann gesehen, ja, er hat eigentlich das Gleiche erzählt, wenn ich schon recherchiert habe. Und ja, hat einfach noch ein bisschen bestärkt, meine Ideen, die ich eigentlich herausgefunden habe. Und dann die Geschichte nachher ist eigentlich kurz erzählt. Kennengelernt haben wir uns für einen Interview von Dani und dann habe ich ihn bei verschiedenen Sachen unterstützt. Im Strickenfest, und der Schande haben wir miteinander gemacht, sonst kleinere und größere Sachen haben wir miteinander gemacht. Und ich habe jetzt Dani doch ein bisschen kennengelernt in dieser Zeit und muss sagen, die Freiheitspartei haben wir auch noch zusammen gegründet, genau. Das ist auch ein grosser Punkt eigentlich. Und in der Zeit, in der ich kennengelernt habe, muss ich sagen, er ist für mich immer sehr ehrlich, authentisch und ja, eine grosse Persönlichkeit. Und ich bin einfach immer wieder überrascht, oder nein, überrascht nicht, aber beeindruckt von deinem grossen Wissen, das du hast, in verschiedenen Bereichen, von deinem Intellekt, das du hast. Fluchen tust du zum Glück nicht mehr so viel. Schade! Er hat mich auch nicht so lässig gefunden. Er hat mir wieder lang auch sorry rund gesagt, an seiner Sendung, wie wir darüber geredet haben. Und ich weiss, also mittlerweile kann ich sagen, ich glaube, ich darf sagen, du hast jetzt vorher so gut kennst du die ein paar Leute noch nicht. Ich kann sagen, ich kenne dich mittlerweile so gut, dass ich darf sagen, du bist mittlerweile ein Freund von mir geworden. Wir sind super Freunde. Ich kann euch versprechen, weil wo die Preise gekommen sind, ich habe den Goldnagel gesehen, ich dachte, fuck, wieso soll ich mich nominieren lassen? Ich weiss leider. Und das jetzt leider haben. Also ich kann sagen, die Haut ist wirklich, ich habe es zu wenig betont, auf der Tour zu wenig betont, an der Parteianlässe, bei den Locals Event und so weiter. Sie ist wirklich nicht nur eine Freundin, sie ist unermüdlich im Einsatz für mich. Und ich habe es wirklich immer wieder in meiner, ich weiss nicht, in meinem Durcheinander im Kopf immer wieder vergessen. Wir haben mich ausladend und geschaut, heute zu bedanken, was wir an dieser Stelle machen. Die Haut ist wirklich fantastisch. Ohne sie gibt es keine Partei. Ohne sie jetzt keine Tour von Schande gegeben. Ohne sie ist ganz vieles nicht passiert. Und danke für alle. So, wir sind jetzt wirklich pünktlich fertig geworden. 12 Minuten dank der Matcha. Deutschland ist rausgefallen, von dem wir gesehen ist nicht mehr so wichtig, was jetzt noch passiert. Sascha Deutschland ist raus. Das sage ich als grosser Deutschland-Fan bis 2019. Muss ich sagen, aber jetzt hat die Schweiz, Sascha Schweiz, eine Chance gegen Sascha England. Wenn ich da mal entscheiden, bin ich schon für die Schweiz. Und darum fange ich 12 Minuten den Match an, auf etwa 65 Bildschirme rein. Die Frage ist, wer will während dem Match tanzen? Hand hoch! Gut, das sind etwa 7 Leute, das ist die Frage, wollen wir das 7. tanzen? Weil sonst hätten wir noch 2 weitere Bildschirme, wo wir heute den Match zeigen. Du willst, dass wir den Match nicht da zeigen, du willst tanzen. Ja, also, halt, halt.
Das geht nicht gut halb-halb, oder? Also, die Frage ist, ist jemand da Abend versaut, wenn man hier den Match zeigt? Sind ihr denn beleidigt und gekränkt und enttäuscht, oder könnt ihr mit dem leben? Ist okay. Gut, dann muss ich hier den Match zeigen. Dann haben alle sicher eine gute Sicht auf den Hund. Und dann, ja, wünsche ich euch weiterhin viel Spass und Hopschritt. Danke vielmals, Ralf. Seele Partner für die UEFA Euro 2024 auf unserer Seite.